9. Februar, Wahltag natürlich, aber nicht der Wahltag, der jetzt bei diesem Talk ausschlaggebend ist. Da warten wir doch auf den 8. März. Bei mir der Beat Inner, ja, wir wissen es, Wohnungsinitiative, also billigere Wohnungen abgelehnt. Dann angenommen, sexuelle Bezeichnung von Leuten kann man strafrechtlich verfolgen. Und natürlich wahrscheinlich für dich auch am Freudentag, gell Beat? Beherdolön, nicht fürs Volk. Ja gut, ich bin natürlich froh, dass der Entscheid so rausgekommen ist. Aber es wird natürlich jetzt, nebst der Ablehnung, wird ja dann demnächst dem Parlament schon eine Vorlage zugeleitet, wo man auch Transparenz bei den Behördenlöhnen möchte erhöhen. Nicht auf die Art und Weise, wie es die Initianten haben wollen, sondern indem man sozusagen die Einkommensbestandteile in den Jahresrechnungen der Gemeinde offen liegen tut. Über Motivation von Beat Inner, warum er Regierungsrat werden will. Seit 1997 ist er Gemeindepräsident oder früher noch Gemeindame von Aartau. Auf das können wir noch. Auch noch will er zeigen, ich habe ihn gefragt, ob wir da ein Stückchen drauf laufen können. Er hat dann gerade die Schuhe mitgebracht. Am Nachmittag hat er natürlich gedacht, er müsse irgendwie auszählen. Da war er gerade mal wieder Mutter und so weiter. Und ist dann wirklich schnell bereit gewesen, um da hochlaufen. Man sagt ihm immer ein bisschen an, er sei ein Biedermann, oder? Hat ihn die Regel Weig vom Tagblatt auch gefragt. Und er hat gesagt, das können noch drei gehen. Jetzt, wir laufen jetzt aber Schritt, gell? Also du bist ja wirklich auch sportlich. Übrigens, gell, meine Frau, die läuft ein bisschen mit und du kannst laufen, wie du willst. Wir müssen vielleicht mal zeigen, es ist noch ein bisschen eine schwierige Sache, so viel mitlaufen. He? Jetzt, gut, Beat, also, seit dem 97 bist jetzt du Gemeindepräsident. Damals als junger Schnaufer mit 26 gekommen, haben alle gedacht, heiliges, ich mag der das machen. Ein Studium hast du noch hergeworfen, bist mit Bankenfrei gewesen, Aufenthalt natürlich in der Westschweiz noch. Ja, und bist du dann eigentlich echt lang geblieben? Hast du zwei, drei Mal knappe Resultate gehabt? Hat er mal nicht ganz geklappt mit dem Regierungsrat? Hast du fast zur SVP abschwören, um bessere Wahlresultate zu haben? Oder träumst du mich jetzt hier? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen wacker viel durcheinander bringen. Aber das muss man noch mal ein bisschen einordnen. Es ist tatsächlich so, dass ich seit über 23 Jahren Führungserfahrung in der Gemeindeführung vorweisen kann. Aber nicht nur in der Gemeinde, sondern natürlich auch in der Privatwirtschaft, in Verwaltungsräten von einem grösseren Informatikunternehmen, der Praxis Informatik AG mit fast 800 Mitarbeitenden, dann aber auch bei der Sentis Energie im Toggenburg. Und das zeigt doch auch, dass ich da sehr wohl das politische Geschäft, aber auch natürlich den Bezug zur Wirtschaft gut herstellen. Seit 2000 Kantonsrat, seit 2017 Fraktionschef der FDP im Kantonsrat, dann glaube ich 12 Jahre noch Chef der Gemeindepräsidenten St. Gallisch und eigentlich nie Schlagzeilen irgendwelcher Art. He? Ja, natürlich hat es Schlagzeilen gegeben zu Sachthemen. Mir war immer wichtig, dass wir auf der Gemeindestufe, wie aber auch bei der VSGP, dass wir uns klar positionieren, vielleicht auch bei dir ein bisschen mutiert. Das ist klar, dass da nicht überall dann noch Freunde geschaffen werden. Aber ich bin überzeugt, entscheidend ist, dass am Schluss die Bevölkerung, wie es jetzt heute auch, am heutigen Abstimmungssonntag, kann über einzelne Vorlagen abstimmen, dann wieder einmal eine Stossrichtung bekannt geben. Und dann kann es durchaus auch mal sein, dass man vielleicht auch verliert. Solltet ihr da die Gänze in der Hand hören? Ist das nicht das, was wir da sagen, gell? Aber wir sehen es so richtig Wartauen. Wenn wir euch dann anschauen, sehen wir ziemlich schnell mal Richtung Österreich und so weiter. Eben über Grenzen durch. Schaust du auch über Grenzen? Ja, natürlich. Also für mich ist die Zusammenarbeit das mit dem Fürstentum Liechtenstein, mit den Gemeinden, aber zum Teil natürlich auch mit der Regierung vom Land Liechtenstein. Ich denke da vor allem an das Agglomerationsprogramm. Dann aber natürlich zwangsläufig auch mit der Heirat von meiner Frau, die aus Tunesien kommt. Und da bin ich natürlich auch etwa zwei bis drei Mal im Jahr sicher in ihrem Heimatland, wo wir auch ein Ferienhaus haben. Und dann freue ich mich natürlich an der Wärme können zu sein, aber B natürlich auch ein bisschen andere Kulturen können kennenlernen. Du bist ja gerne im Schnee, hast gerne das Wissen, du liest gerne Krimi. Selbst du mehr im Sand zusammen mit? Nein, Krimi lese ich. Oder lebst du nicht sonst Krimi? Nein, Krimi. Ja gut, also die erlebe ich natürlich vielleicht auch den einen oder anderen Krimi im politischen, im beruflichen Alltag. Aber
den Krimis, derzeit sind es vor allem isländische, die ich lese. Bis vor etwa einem Jahr habe ich vor allem Schweizer Krimis gelesen. Unter anderem rund um den Alpstein, sämtliche Krimis, die dort geschrieben worden sind. Es war immer spannend. Nein, die lese ich hier in der Schweiz, aber ich lese natürlich auch vielleicht im Zug oder im Flugzeug. Aber da hast du recht, vollkommen. Natürlich auch jemanden zusammen mit, aber dann eher ein bisschen äusserem Bungalow und nicht irgendwo am Strand. Also, ich muss zeigen, es geht auch ein bisschen aufwärts, es ist ein bisschen ein Sumpf. Also, du hast eigentlich nie Angst vor irgendetwas und du traust dich einfach, du probierst es, oder? Ja, ich glaube, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und ich finde, Mut gehört dazu, wenn man etwas möchte erreichen und den Mut bringe ich gerne auf. Ich gehe natürlich auch gerne in eine Auseinandersetzung und ja, vielleicht die heftiger die Auseinandersetzung, umso mehr könnte ich auch zur Hochform anlaufen. Kann ich auch sagen. Goldinitiative, dreimalig See von Gemeindepräsident. Ich sage jetzt nicht mehr wählen. Wir hätten ihn beruhigen nach deinen Worten. Aber du kennst dich nicht. Wenn du überzeugt bist, bist du überzeugt, gell? Ich kämpfe in meiner politischen Arbeit immer bis zum Schluss, bis sozusagen das letzte demokratische Mittel, sei das im Parlament oder dann eben in einer Volksabstimmung das letzte Wort gesprochen worden ist. Und bis zu dem Zeitpunkt kann man für eine Überzeugung einstehen. Aber da bin ich dann wieder genug Demokrat, falls dann einmal halt ein Entscheid eher so rauskommt, wie ich mir das nicht vorgestellt habe, dann kann ich den akzeptieren und dann arbeite ich aber auf derselben Grundlage auch weiter. Spitäler, es gibt eine Landsgemeinde, der Angel Umberg hat eingeladen, hast du zuerst ein bisschen trocken, du hast gesagt, es sei ein heisses Thema, ich hätte dich fast überreden müssen. Also das ist jetzt fix fertig, ein Kabis, was er erzählt. Ich habe es noch vermutet. Und ich habe ganz klar auf erste Anfrage gesagt, ich komme und ich werde mich dieser Diskussion stellen. Aber auch hier werde ich meine Vorstellung, meine Überlegungen, auch wenn dann vielleicht nicht alle gleicher Meinung sind, die werde ich dort versuchen darzulegen. Ist ja der Schmalzweg, oder? Natürlich. Die ganze Medizin drückt manchmal. Ich glaube, auch hier gilt überzeugen. Ich glaube, entscheidend ist, das Gesundheitswesen muss qualitativ auf einem hohen Standard können weiter getrieben werden. Es muss aber auch finanzierbar sein. Was man aber einfach vergisst in dieser Diskussion, in den letzten 10 Jahren sind doch über 100 Spitäler in der ganzen Schweiz zugegangen und natürlich auch damit verknüpft, dass es eine Verlagerung gibt vom stationären Behandlungen zu ambulanten und gleichzeitig nimmt noch die Spezialisierung zu. Und ich habe immer gesagt, auch im ganzen Land, wenn man mir aufzeigen kann, dass es für Wallenstadt allenfalls eine Spezialisierung gibt, dann nachher tue ich mich für das sehr wohl einsetzen. Und jetzt muss ich gleich etwas sagen. Ich habe mit der Regionalplanung als Gemeindepräsident mehrmals habe ich darauf hingewiesen, also um Herrn Umberg gesagt, es wäre jetzt wahrscheinlich mehr als Zeit, um einmal Gedanken zu machen, wie die Zukunft des Spital Wallenstadt aus. Und wenn man mir würde vorwerfen, ich hätte das einfach links liegen lassen, dann liegt man da komplett falsch. Wir Vereinwelten nehmen es auf, wir bleiben dabei, wir wollen klare Worte haben. Aber ich denke, Medizin ist halt eben ein Spiel von Rädern. Es muss alles zusammenspielen. Und es ist irgendwie ein Irrglaube, dass man meint, wenn das Spital mega schnarch ist, sei die medizinische Hilfe auch am grössten. Also apropos, jetzt musst du nicht aus Weg gehen, oder? Ja, jetzt gehen wir da aus Weg. Das erinnert mich so ein bisschen an die alte Schollbergstrasse in Wartau. Ja. Nein, zum Namen vielleicht den Faden aufnehmen. Ja. Entscheidend ist natürlich eine Top-Rettungsorganisation, auch innerhalb von einer maximal Viertelstunde beim Patienten, bei der Patientin ist. Ja, okay. Und das muss funktionieren. Das funktioniert unabhängig von dem Spitalstandort. Und deshalb bin ich überzeugt, wir müssen die Spitalstrukturen, die doch noch vor über 100 Jahren aufgebaut worden ist, wo man noch mit Ross und Wagen ins Spital ist und die Spitäler halt heute zum Teil vielleicht nur mehr genau so zentrumsnah liegen, da braucht es jetzt Veränderungen. Und wenn es mal ein bisschen gewackelt, ich hoffe, sie müssen ins Spital auf die Schnarre gehen mit dieser Kamera. Ich habe letztens müssen gehen, da bin ich wirklich froh gewesen. Das Knie ist mir einfach wieder hinter in der Fürstung. Und die haben mir das tatsächlich in einer halben Stunde so gerichtet, dass ich jetzt wieder fast rumspringen könnte. Also, aber schon du, bist auch also, du bist also ambulant gegangen? Genau, natürlich. Und das zeigt natürlich, die natürlich jetzt an deinem Fall nicht so viel verdient.
wie wenn du stationär dort wärst. Nein, und sie haben so super... Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also, ich kann es nicht weiter erzählen. Hätte sie gerne so zum Orthopäden und bin dann rumgegangen, weil alles gut ist. Gut, es gibt natürlich einen Haufen andere Themen. Der Kindergärtner hat schon mal gesagt, du möchtest Bundesrat werden. Jetzt wäre es halt dein Regierungsrat. Lange dir das? Mit 48? Ja gut, also ich glaube, man muss das so sehen, ich habe das wirklich im Kontext gesagt, wo die Kindergärtnerin gefragt hat, was wir werden wollen. Das sind eigentlich so ein bisschen Berufsabsichten gewesen. Die einen haben gesagt, Polizist, die anderen Bauer, die anderen Kondukteur, Lokführer. Und ich hätte hier eben anscheinend Bundesrat gesagt. Also die Ambitionen, die habe ich natürlich begraben. Ich orientiere mich an dem orientieren, wo machbar ist. Und machbar ist sicher im Moment eine Regierungsratskandidatur. Geht das überhaupt auf den Keks? Also, weißt du, ich bin ja Lehrer und so weiter. Wenn man einfach so Sachen erzählt, die einfach nicht stimmen, oder? Einfach, man hört es dann über sich und denkt manchmal, hey, ist das eine andere Person? Ja gut, ich glaube, darum gibt es ja die Möglichkeit, um vielleicht die Diskussionen noch etwas ein und das andere ein bisschen richtig zu stellen. Und ich nehme das relativ gelassen und schmunze dann etwas die. Wenn ich halt das ein und das andere höre, dann denke ich, ja, am nächsten Tag läuft dann vermutlich wieder eine andere Sau durchs Dorf. Apropos Sau, wir laufen jetzt voll durch den Mist durch. Also eins kann ich euch sagen, da muss ich sagen, kennt ihr Beat schon länger. Ein Biedermann ist er ganz sicher nicht. Jemand kommt etwas ein bisschen falsch an. Manchmal sagt man dir auch, sei schon ein bisschen ein Rappenspalter. Ja, Fusion, Raiffeisen. Ein paar Steuerfränkel verloren, durch Schliessung in Oberschau. So hat man den Antrieb bis zum heutigen Tag. Dass du da so reagiert hast? Ja gut, ich glaube, da habe ich eine Position vertreten, wie das andere auch vertreten haben. Und ich glaube, zwischendurch muss man dann halt vielleicht auch wieder den einen oder anderen Punkt abhökeln und vielleicht sich wieder ein bisschen den künftigen Themen annehmen. Dann hast du das letzte Jahr eine grosse Klasse bilden, weil das Schulbudget nicht mehr hochgängig ist. Es heisst, der Beat Diner hätte das wollen. Die 27. Klasse zum Sparen. Jetzt mussten sie es gleich teilen. Kurzfristiges Denken oder weisst du schon von dem nichts? Ja gut, also für Klassenbildungen ist nach unserer Schulordnung der Schulrat zuständig. Und somit die Verantwortung, dann ich jetzt also elegant den Schulrat zurückspedieren. Und der Schulrat hat entschieden, größere Klassen zu fahren und hat natürlich dann festgestellt... Das ist aber nicht du, wie man eben sagt. Nein, das ist fix fertig. Oder die Schule der grösste Ausgabenposten und darum hast du gesagt, es darf nicht mehr kosten. Also ich glaube, da bist du als ehemaliger Schulleiter schlichtweg an einem wilden Gerücht aufgehockt. Ich hocke schon noch Menge Gerüchte auf, oder? Das ist ja schon klar. Du willst ein Regierungsrat werden. Wie siehst du die Chancen? Du bist so bei verschiedenen Veranstaltungen gewesen. Du hast natürlich schon innerhalb der Partei. Also, übrigens, du machst Frauenbauer. Bei dir in der Gemeinde hat es einen Haufen Frauen. Und bei der Nominierung hast du ja wirklich eine Frau besiegt. Und man denkt, könnte wirklich ein Stolperstein werden für dich. Ja gut, ich glaube, die FDP hat eine demokratische interne Ausmarchung durchgeführt und es haben beide die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Chancen gehabt. Und ich glaube, der Entscheid ist mitunter in der Zwischenzeit von allen akzeptiert. Und ich glaube, wir müssen jetzt nicht zurückschauen, sondern wir müssen auf den 8. März zuschaffen. Und da gebe ich mein Bestes. Da bin ich jeden Tag irgendwo unterwegs. Und somit bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das durchaus gelingen mag. Jetzt sind zwei Finanzleute natürlich drin. Ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, der Marc Mächler würde wahrscheinlich auch lieber das Finanzdepartement übernehmen, nachdem es der Benebüt nicht mehr ist. Was willst denn du haben? Ja, als Regierungsrat muss man in der Lage sein, alle 7 Departemente zu führen. Und da bin ich der Meinung, aufgrund von der langjährigen Erfahrung in der Politik traue ich mir das zu. Und ob es das denn ein Baudepartement ist, das ich zugegebenermaßen sehr wohl würde ich als sehr spannend anschauen, könnte ich mir auch vorstellen, ein anderes Departement. Und natürlich auch das Gesundheitsdepartement gehört auch dazu, um das zu führen. Ja, wenn das die Regierung entscheidet, dann nachher muss ich es nehmen. Ich kann ja nicht sagen, ich bleibe dann daheim. Aber Moment, du musst noch ein bisschen näher drauf nehmen. Nicht dem lächeln.
Wenn du das dort bei dieser Sitzung unter Händen so sagst, dann bist du es. Ja gut, also, du bist an dieser Sitzung dann nicht dabei. Nein, aber meine will ja niemand. Ja, da bin ich jetzt wieder so sicher. Also ich bin überzeugt, dass man sicher das Departement nicht nochmal einem Mitglied von der SP wird zuteilen wird. Das ist wahrscheinlich so sicher wie Samen in der Kirche. Obwohl, man muss sagen, allein SP und Heidi Hansen war es, hat da Divergenzen gegeben zwischen dem Verwaltungsrat und Politik, oder? Ja, es gibt immer verschiedenste Akteure. Jetzt haben wir mal von der politischen Zuordnung geredet. Der Verwaltungsrat, das ist nochmal ein anderes Thema. Der Verwaltungsrat wird in erster Linie von der Regierung gewählt und vom Parlament bestätigt. Und da muss man immer wieder sich bewusst sein, wo sind welche Zuständigkeiten und mit denen muss man können umgehen. Ich bin aber überzeugt, dass der Verwaltungsrat per se gute Arbeit macht und sehr bald gut aufgezeigt hat, wo die Herausforderungen sind. Jetzt aber einfach zu sagen, ja, muss der Verwaltungsrat absetzen, das ist natürlich jetzt nicht gerade opportun. Ja. Immerhin war mal Chefarzt gewesen, natürlich, gell? Sein Haus. Der Klaus beratet zum Beispiel auch Kanton Basel. Und es sind ja nicht Leute, die jetzt einfach gerne nichts wissen, sondern schon einiges vom Kasten. Aber ich denke manchmal, es ist jetzt ein bisschen das wirtschaftliche Denken kontra vielleicht das politische Denken auf diesem Bereich. Das ist, ja gut, das ist aber immer wieder eine Herausforderung. Ja. Das ist oft schon auf der kommunalen Stufe natürlich ein Thema. Vielleicht würde man aus rein wirtschaftlichen Überlegungen den einen oder anderen Entscheid vielleicht noch ein bisschen anders fehlen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir genau in so einem Umfeld, wo es eben noch politisch ist, vor allem aber aufgrund von wirtschaftlichen Grundlagen entscheidet und nicht bar von jeglicher Realität. So, du bist bodenständig, das haben wir gezeigt. Aber von einem Bauernsohn kann man das natürlich auch annehmen. Aber eben, also mit der Bauernerei hast du ja wahrscheinlich jetzt vom Machen her nicht mehr viel Mut, oder? Ja gut, ich habe relativ früh gesagt, dass jetzt da ich war nicht so geeignet sei für die Landwirtschaft. Aber es schliesst natürlich auch nicht aus, dass wir jetzt in Havemet Frau auf einer Hektare etwa rund 100 Olivenbäume, ein paar Mandelbäume gesetzt oder sonst ein bisschen Gemüsegarten aufbauen und in der Zwischenzeit schwirren noch ein paar Hühner, Wachteln und Gänse umeinander, nebst ein paar Geissen und Schafe. Also du bist alles andere als ein Biedermann, gell? Also und die Gelassenheit in Tunesien, die hätte sicher auch noch hat etwas gebracht, oder? Ja, Französisch reden kannst du sicher auch noch. Ja, natürlich. Ja. Kannst du es noch? Ja, sicher. Ich war 2 Jahre in der Westschweiz. Also, wenn du jetzt da, den Biedermann hast, jetzt heute schon 3 bis 4 Mal erwähnt. Das sagt man dir immer noch. Ich behaupte auch, dass deine Wahlchancen im Nationalrat, der Regierung, so mit dem zusammengehangen sind. In der Gemeinde kennt man dich doch eher, aber weiter weg. Ja, du machst immer so einen sachlichen Eindruck, so einen abgeklärten Eindruck, oder? Kannst du mal die Zau rauslassen, so richtig, weißt du, so? Ja gut, ich glaube, in einem privaten Umfeld kann ich sehr wohl auch lustig sein. Aber ich glaube, es ist ja primär meine Aufgabe jetzt als Politiker, die politischen Geschäfte zu vertreten, auch jetzt im Kantonsrat. Ja, aber man braucht doch manchmal weißt du, Intuition, da braucht manchmal Kreativität, braucht manchmal den Mut zu etwas Neuem, den Mut zu etwas Verrücktem, den Mut zum Beispiel für Mehrheiten zu kämpfen auf einer völlig verlorenen Ebene, oder? Ja, das machen wir jetzt gerade beim Energiegesetz. Ein paar Mal beim sagen. Energiegesetz, wo die Kommission hat wollen, einen Umbauartikel streichen, weg von fossilen Energien zu erneuerbaren, habe ich doch jetzt immerhin dazu beigetragen, dass wir jetzt wenigstens eine Ausnahmeregelung für AHV-Rentnerinnen und Rentner würde vorsehen, die zum Beispiel jetzt finanziell Möglichkeiten nicht haben, auf ein alternatives Energiesystem umzusteigen. Also ich glaube, da bin ich kreativ genug. Und klimabewusst, muss man sagen. Also du fährst selten Auto, fährst viel ÖV. Richtig. Ja. Also bezüglich Klima. Und trotzdem sagst du natürlich auch, gerade alles kann man nicht machen ohne Auto. Ja, ich glaube, wir müssen nur mal auf die Autobahn schauen, jetzt draußen. Und die können wir am Morgen früh an der Werchtung. Wir können sie aber jetzt, wenn die Leute heimkommen vom Skifahren, können wir doch jetzt einmal einfach feststellen, da hat es Blechlawinen und Blechlawinen. Und ich bin dann nicht sicher, was passieren würde, wenn man jetzt sagt, da würde nur ein Drittel oder 20% sagen, ja, vielleicht müssen wir jetzt weniger fahren oder heute gibt es eine Einschränkung. Oder wir würden vielleicht Benzinpreise noch mal weiter erhöhen. Ich glaube, das gäbe dann größere Diskussionen.
Und ich bin da für einen vernünftigen, sachgerechten Umbau. Und wir haben noch Zeit. Also ich glaube, wir haben noch mal gesagt, das Pariser Abkommen 2030 umzusetzen. Zielsetzung ist vom Bund 2050 als weitere Zielgrösse. Und ich glaube, jetzt auf dem Weg sind wir bereits. Da müssen wir weiter voranschreiten. Und jetzt dann einfach meinen, ja. Wir das für heute auf morgen machen, oder? Also, jetzt haben wir meinen, wir können hier das Rad umtrüllen. Das ist falsch. Es ist auch falsch, wenn man glaubt, zum Beispiel in der Richt- und Raumplanung die Idee zu haben, wir können jetzt den ganzen Umbau zur vielleicht Innenentwicklung von heute auf morgen realisieren. Das ist ein kompletter Irrglaube. Auch hier, man muss auf den Weg und muss den Leuten aufzeigen, wo Chancen liegen. Aber man hat jetzt schon mehr festgestellt. Man hat im 14. zum Beispiel abgestimmt, eben, dass man in der Raumplanung weniger Land einzonen, verstärkter in die Innenentwicklung geht. Und jetzt, wo in der Bauzone heute vielleicht Baugesuche kommen, wo die Häuser ein bisschen breiter, ein bisschen grösser oder höher werden, sind schon die ersten Einsprachen da. Und darum sage ich, man muss den Leuten aufzeigen, was sind die Konsequenzen von gewissen politischen Grundsatzentscheiden. Und ich versuche nur, die versuchen zu erklären. Und da bin ich meinig, da sehe ich sehr stark. Und ich versuche noch immer wieder Lösungen, und da sehe ich mich auch als Brückenbauer zwischen den unterschiedlichen politischen Interessen, sei das jetzt bei der SP, sei das bei der SVP, um die zusammenzufinden oder zusammenzubringen. Und ich glaube, es gibt einen Haufen Entscheid in den letzten paar Jahren im Parlament, wo wahrscheinlich, wenn ich da nicht gewisse Interessen bündelt und Kompromisse im Hintergrund geschmiedet hätten, wären die nicht so rausgekommen. Und du willst auch als Raumplanung zum Beispiel, also einen Boden attraktiv anbieten, auch für Unternehmer, für Reichere. Du möchtest auch irgendwie aus dem Finanzausgleich vom Bund raus, mit dem Kanton wirklich auch wieder attraktiv für Reichere, also für Einkommen ab, sagen wir so, 150'000. Ja, die Frage ist immer, was ist reich? Also wir zwei sind jetzt reich, sagen wir es mal. Da weiss ich nicht, ich kenne die steuerbaren Einkommen. Ja, ich bin nicht viel wie du. Du bist im Drittmeister. Bei dir ist ja klar, was du verdienst, oder? Ja, aber auch diese Zahl ist die Frage, ob die wirklich stimmt. Was für eine Zahl haben sie gesagt bei dir? Ja, die ist einmal irgendwo auf 220'000 umeinander. Das ist bedeutend tiefer. Ja gut, aber eben, also 220'000, also du, wenn der noch einer, sagen wir mal, ein Lehrer ist und der noch etwas hat, hat er so. Also es ist nicht, es ist viel, aber es ist nicht die grosse Welt. Nein, aber nochmal vielleicht zum darauf zurückkommen. Ich habe in einem Tagblatt-Interview gesagt, in der vollständigen Version, wir müssen attraktiv bleiben, auch für gute Steuerzahlende. Ja. Und zwar vor allem für die 30% Steuerpflichtige, die etwa 60% vom Steuersubstrat generieren. Ja. Und mit dem möchte ich auch sagen, es nützt ja dann nichts, wenn am Schluss dann die guten Steuerzahlenden, weil es nur attraktiv ist, weggezogen sind. Ja. Und gleichzeitig müssen dann vielleicht die weniger verdienen, gleichzeitig alles finanzieren müssen. Und entscheidend ist, dass wir unsere sozialen Ausgaben, also ich sage Ergänzungsleistungen, individuelle Prämienverbilligung, dann aber auch die Kultur... Ach, nur ganz schnell, ich weiss nur, man darf filmen. Das ist der Heftige, das ist der Vater vom Gemeinderatsschreiber von Graz. Gell? Normalerweise reden wir da immer lang, aber wir müssen jetzt weiter. Gell? Wir müssen jetzt weiter. Du kennst ihn da. Ich bin auch der Diener, oder? Ja, der Diener, siehst du? Genau. Mit dem Köbi auch nicht ernst machen, mit dem Vater, mit dem Diener. Was bist du für ein Jahrgang? 37? 40. Ein 40, gell? Vater ist ein 37er. Ja. Ich bin auch 80 Jahre alt. Ja. Und du immer noch arbeiten? Ist das? Wahlwerbung machen? Nein. Wahlwerbung mache ich grundsätzlich nicht. Für solche, aber, ja, dann dürft ihr auch nicht. Aber ich möchte jetzt auch nicht öfter so quasi. Ich möchte objektiv bleiben. Ja. Halte nichts von dem subjektiven Journalismus, um jemanden hier fertig zu machen. Aber ich habe ihn zwei, drei Sachen gefragt, die man sagt. Und ja, wir wollen auf ihn weiter, gell? Ja. Also, schönen Gell. Ciao, tschüss. Ja, also, wie machen wir den Kanton St. Gallen für Reiche attraktiv? Also ich einfach für die Einkommen gerne hätte. Ich sage jetzt für gute Steuerzahlende. Genau.
Ja, also einerseits müssen wir sicher in der Raumplanung auch da weiterhin die Möglichkeit schaffen, dass die Leute natürlich, ich sage jetzt, attraktive Wohnlagen, das, was heute jetzt einfach überall bedeutet, dass man neu muss zuzonen, sondern eben auch bestehende Gebiete kann erneuern, die schon eingezonet sind. Und ich bin überzeugt, dass so ein Haufen Leute sehr gerne wieder in die alten Kerne gehen wohnen, aber dann müssen wir es attraktiver machen. Genau. Ja, und das ist natürlich nicht so einfach von heute auf morgen zu lösen. Aber wenn wir auf das hinschaffen, dann nachher bin ich überzeugt, haben wir eine gute Grundlage. Und vor allem müssen wir auch aufpassen, dass wir vor allem, wenn es so um denkmalgeschützte Liegenschaften geht, nicht so hohe Anforderungen stellen, dass die Planenden, die bauen wollen, dass sie am Schluss den Pickel verwerfen und sagen, ja, da hat es so viele Vorschriften, da gehe ich halt ein lieber auf die grüne Wiese und stelle vielleicht, wenn es möglich ist, noch ein Einfamilienhaus auf. Genau, und trotzdem hat es ein gewisses Gesetz, also ich habe selber so Erfahrung auch gemacht. Weißt, wie weit kann man jetzt zum Beispiel als Regierung, so, das ist auch so derge Sachen, weißt, vorantreiben, wo man selber gemerkt hat, das Gesetz ist grundsätzlich in Ordnung. Finde ich also persönlich auch, dass man die Boden verschandelt und verbraucht, oder, wo man für die Landwirtschaft braucht. Aber wie kann man so etwas vorantreiben? Hat es als Regierung so dort mehr Möglichkeiten? Ja gut, also meine, es gibt sicher die Einflussmöglichkeiten über den parlamentarischen Prozess, wo man kann initialisieren, dann natürlich die verschiedensten Konferenzen, sei das die Konferenz der Kantonsregierungen, sei das zum Beispiel die Baudirektorenkonferenz. Eben da ist wahrgenommen, dann, als Regierung. Also da wird man sicher wahrgenommen und da kann man sich auch einbringen, wie mir jetzt zum Beispiel, wie ich mich auch als Mitglied vom Schweizerischen Gemeindeverband bei gewissen Themen kann einbringen. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass man sich einbringt und vor allem dort, wo es vielleicht im Vollzug Probleme gibt oder wo vielleicht Gesellschaft sich auch verändert, sich diesen gesellschaftlichen Herausforderungen noch stellt. Ja, apropos Herausforderung, also jetzt muss ich auch sagen, selber noch ein schlechtes Gewissen. Jetzt haben die da recht herausgefordert auf dem Kaibenweg, weil da ist eine Lipferung gekommen. Aber das ist für dich anscheinend kein Problem. Du bist wirklich sportlich, gell? Ja, ich glaube, einigermaßen trittsicher. Nicht nur heute hier auf dieser Wanderung, sondern eben auch politisch. Ja, genau. Da muss man ja sein, also wenn wir jetzt nochmal auf eine Bodenpolitik zu reden können, das Baugesetz, um das können vermitteln, zu kommunizieren, was ja dann am Schluss eine Auflage wäre von der Gemeinde zum Umsetzen, das ist ja nun wirklich nicht einfach, oder? Nein, aber gut, das ist jetzt natürlich das neue Planungs- und Baugesetz, ist jetzt im Vollzug. Es gibt jetzt dann noch eine Anpassung, dass faktisch ein Moratorium zur Aufhebung von der Arbeitszonenerweiterungen aufgehoben wird. Das ist auf gutem Weg gegangen, der Fuss, dass wir das in der Februarsession definitiv wieder können, so verabschieden, dass man auch Betriebserweiterungen weiterhin ermöglichen kann. Und gleichzeitig können aber Gemeinden auf den Weg gehen von der Totalrevision von ihrer Richt- und Ortsplanung. Was haben wir jetzt eigentlich, wenn wir die wählen? Was denkst du, was für einen Mehrgewinn haben wir? Ich glaube, die Bevölkerung im Kanton St. Gallen hat dort schon auf der Sachebene politisiert. Dort schwer, wo auch die Hintergründe und die verschiedensten Problemstellungen kann gut aufnehmen und vor allem auch den Willen hat, Lösungen zu erarbeiten und für das so einsteht. Und auch die notwendige Zeit hat und den Rückhalt von der Frau auch. Weißt du, was sagt die Frau dazu? Bist du noch mehr weg? Ja, da könnte man jetzt darüber streiten, ob ich jetzt heute mehr weg bin oder in Zukunft. Da lasse ich mich jetzt überraschen. Nein, sie steht natürlich hinter dieser Kandidatur und sie würde sich natürlich auch freuen, wenn es gelingen würde. Meine Frau ist jetzt Kärntnerin, aber es ergibt gleich auch etwas. Es ist 600 Kilometer weg, ist vielleicht uns ähnlicher als jetzt Tunesien, haben wir mit und so weiter. Aber es bringt schon etwas, gell, wenn man auch mal ein bisschen über den Tellerrand rausgeschaut hat, auch beziehungsmässig. Ja, also ich bin überzeugt, egal, ob man jetzt hier in der Schweiz vielleicht einmal über den Tellerrand rausschaut. Eben, ich habe es schon sehr geschätzt, als ich die zwei Jahre in der Westschweiz war, jetzt aber auch in Tunesien. Es gibt andere Lebensstile, andere Lebenseinstellungen.
In Tunesien ist man bedeutend gelassener. Wenn man ein Problem lösen sollte, sagt man dann meistens ja morgen. Und dann, wenn man es dann vielleicht morgen wird angehen, ist es dann übermorgen. Mit dem muss man zwischendurch auch können umgehen. Vielleicht haben wir Europäer natürlich ein bisschen mehr Mühe, wenn dann nicht immer alles so geordnet abgeht. Oder wenn du zum Arzt gehst, dann hockst du einfach mal in die Arztpraxis rein und schaust, ob du drankommst. Im Übrigen, das Gesundheitswesen ist ja nicht so gut ausgebaut. Vor allem in den öffentlichen Spitälern wie in der Schweiz. In Tunesien ist es dann zwangsläufig. Ich sage immer, wenn man überleben will, muss man in ein Privatspital gehen. Also da zeigen sich natürlich schon unterschiedliche staatliche Versorgungsgrad vom öffentlichen Dienst. Nicht zuletzt von der Sozialversorgung und von vielen anderen, die man natürlich kennt. Apropos Gelassenheit, was passiert jetzt, wenn du nicht gewählt wirst? Ja gut, ich bin immer noch Gemeindepräsident. Ja, dann machst du so, dort wieder weiter, dann kandidierst du dort wieder. Weißt du, ich meine, ich frage noch, ich bin immer überrascht. Also ich denke mir immer, es ist ja schon unglaublich, wie oft man sich so mit diesen Wahlen stellen muss. Und eigentlich hebt es dann für 4 Jahre. Und manchmal, gerade bei einem Gemeindepräsident, sind es ja manchmal ja, wenige Stimmen und ganz wenige, die dann über die Wiederwahl entscheiden. Also da braucht dann Nerven, da braucht Mut, da braucht Durchhaltewillen. Ja, ich glaube, das gehört dazu. Wenn man sich dem nicht will stellen, dann ist man am falschen Ort. Du hast nie ein Problem mit dem? Also als Junge? Nein. Nicht? Ja, ich sage immer, wenn ich in der Privatwirtschaft tätig bin, kann es ja durchaus vielleicht auch passieren, dass ich mal den Job verliere, wie das andere Leute natürlich auch schon erlebt haben. Und ich glaube, da hat man immerhin zumindest die Chance, 4 Jahre ist man eigentlich im Job einmal gesetzt im Beruf, im Amt. Ja. Aber man muss sich wieder stellen. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht gerade einen grösseren Blödsinn produziert, in der Regel schafft man dort wieder Wahl weiter. Okay, ja, du hast Nerven in dem Fall. Wir sehen jetzt einfach auf das Spital. Vielleicht, ich weiß es nicht, so wie er vorher etwas gesagt hat, könnte es vielleicht der neue Gesundheitsminister sein. Bin gespannt. Gibt es wirklich keine Lieblingsdebatte? Also wohl Finanzen natürlich, jetzt schon am liebsten, oder? Oder vielleicht? Nein, ich habe gesagt, eigentlich würde mich das Baudepartement natürlich sehr stark interessieren. Schon, weil ich wie jetzt all diesen Jahren auch politisch immer wieder mit Raumplanungsfragen Planungsfragen, auch Fragen rund um, ich sage jetzt, zum Beispiel Gesteinsabbau, oder? Also sagt das im Schollberg, sagt das im Eisenbergwerk Gonzen beschäftigt hat. Also das ist eigentlich ein Themenfeld, das mich sehr stark interessiert. Natürlich auch die Verkehrsinfrastruktur. Der Typ ist schon ein Präsident, gell? Im ganzen Knappenverein bin ich Präsident. Ja. Nein, um aber vielleicht auf die politische Interessenlage einzugehen. Wenn ich vom Verkehr schwätze, dann haben wir natürlich im Kanton St. Gallen eine Zweiteilung. Das eine ist eben der motorisierte Individualverkehr ist im Baudepartement angesiedelt, ÖV, wo ich Präsident bin von der Interessengemeinschaft IGÖ Ostschweiz. Da wäre im Volkswirtschaftsdepartement. Also auch dort hat es durchaus so Chancen und Möglichkeiten, wo ich durchaus gesehen habe, wo ich mich könnte einbringen könnte. Also darum, wie gesagt, das Departement, das ist sozusagen zweitrangig. Jetzt, zuerst ist immer, das ist wieder die Bundesratswahl, zuerst, wo wir im Bundesrat gewählt werden. Und dann geht es dann erst in den nächsten Schritt um die Departementszuteilung. Du bist Politiker durch und durch. Jetzt ist und erst gefragt, einiges ein paar Mal, ganz wegen Biedermann, mir ist klar, da bist du auf keinen Fall. Da nimmt man vielleicht so wahr, du politisierst sachlich. Jetzt würde mich manchmal interessieren, was ist so dein grösster Wunsch, jetzt abgesehen vom Politischen? Weißt, was würdest du jetzt noch wünschen? Weil Politik ist jetzt ja nicht alles, oder? Ja, eigentlich Reisen. Das Reisen ist ein Hobby, das ich habe. Und wenn ich jetzt vielleicht einmal Zeit hätte, könnte ich mir jetzt durchaus einmal noch vorstellen, irgendwie ein paar Wochen einmal Australien oder Neuseeland. Da würde mich jetzt noch reizen. Und ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich das einmal noch. Ich möchte das nicht unbedingt müssen, nur alles auf Pensionierung verschieben. Aber für mich ist eigentlich entscheidend,
Und da kommt vielleicht jetzt tatsächlich nicht immer so daraus heraus, dass ich da dann schon zwischendurch auch die ein oder andere kleinere Reise oder ja, unternehme, wo ich mich wieder einmal ein bisschen abschalten kann. Also das ist ja dann nicht nur immer Politik und Arbeiten. Ja, gut, in dem Fall. He. Liebe Leute, jetzt muss ich noch meine Frau in seinem Nachglauben filmen. 9. Februar. Ich weiss nicht, ich glaube, jetzt eine halbe Stunde ist es mal sicher gegangen. Wir haben kurz nach dem 4. angefangen, jetzt vorher ich gehört, hat es 5 geschlagen. Nur damit ihr einzuordnen könnt, wenn das stattgefunden hat. Mit dem Beat Inner. Heute, fast genau heute, wenn der Februar noch ein bisschen mehr Tage hat, fast genau heute wäre dann die Wahl. 9. Februar, 8. März. Ja, in dem Fall, toi, toi, toi. Was wünscht man sonst? Merci. Danke für die Wahl.